Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray. Wir haben sie hier in die Wohnung reingeschafft, nur dass wir dann gesehen haben, dass Clementine nicht da ist und dass sie uns hier ein Rätsel hinterlassen hat, wo sie ist. Haben wir rausgefunden, sie ist in der Bar und jetzt dürften wir den ganzen Weg hier wieder nach unten gehen. Dürfte aber nicht allzu sehr ein Problem sein. Na komm, schau mal bitte weg. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier mal auf Express wieder nach unten. Haben wir ja dich hier. Und er, glaube ich, hat sich ja bewegt, ne? Kommst du wieder retour? Oder auch nicht? Könnten wir hier... Nee. Schaut sich nicht um. Ja, easy. Und tschüss. Oh, so cute. Na komm, schau mal bitte nach links. Dankeschön. Und gerade raus sprinten. Ciao. Ich bin eine Katze. Aber ich weiß jetzt so warm mit dem, ey. Ich bin hier am Sterben mit der Hitze. Ich würde so gern den Lüfter einschalten. Aber das hört man dann zu sehr. Moin! Ich verstehe. Das ist nicht für dich. Weg mit dir. Bist du nicht Blazer? Oh, das ist die andere Bar. Du? Hier hinten? Nee. Ich erkenne hier keinen. Was ist die Blazer Bar? So viel war ja doch gar nicht. Das war dieser Friseur hier. Hier gibt's auch nichts. Oh, seit wann bist jetzt du da oben? Möchte ich mit dir mal sprechen? Ah, ich kann's auch so. Flaschenbade, warum kommst du nicht hier rüber, damit ich dich in Augenschein nehmen kann? Ja, mach ich. Shit, wie will ich da initial aufkommen? War das nicht hier da drauf? Ach nee, hier. Und dann so. Moin. Ne? Jetzt kann ich mit dir nicht mehr sprechen. Okay. Ja, dann. Tschüss. Achso. Jetzt komme ich dann hier wieder nicht runter. So. Was bist du? Das ist hier nicht zu suchen, es sei denn, du willst deine Beine mit etwas Schickerem ersetzen lassen. Was du nicht willst. Also hau ab. Okay. Danke. Okay. Blazers. Ich bin in Blazers. Kommt's nie hier rein eigentlich? Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird. Hey Leute, ich glaube, wir müssen wieder hinten rumklettern. Ah. Hinten rumklettern. Hier oben. Mit Albert sprechen? Was mit dir? Ich habe der hart, um die Straßen sauber zu halten, nur damit andere alles wieder zum Müll. Also so funktioniert die Welt nun mal. Okay. Und deswegen sitzt er da als Hinweis. Ich war zu doof, das zu sehen.
Hallo. Hey, wie bist du hier hochgekommen? Na, ich bin eine Katze, ich kann gut klettern. Willst du mit uns feiern? Yo! Hier, spring rein und hol dir was zu trinken. Cool. Okay. Oh, das sieht ja mal cool aus. Oh mein Gott. Wie geil. Oh, cool. Ich bin sowas auch, aber als Löwe. Mega. Gefällt dir meine Maske? Ich habe sie selbst gemacht. Jo, ja, die ist echt mega. Zerstört die Scans der Wächter und sieht cool aus. Was bist du, Anna? Fancy Head? Okay. Das ist groovy. Clementine. Wer ist hier Clementine? Gucken wir hier nochmal. Mit Bucky wir sprechen. Hey, Gaster, gut, zum Wipperkund ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt. Was? Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Okay, er. Wir gehen jetzt mal da oben rauf und schauen uns das mal hier an. Guten Tag. Hey Leute, DJ Metzi hier, dann wollen wir hier mal die Party steigen lassen. Das erste Lied ist ein Wunsch von unserem sehr freundlichen Freund Blazer. Oh mein Gott. Kann ich hier mit der Turtle was machen? Oh. Komm, lass mich da Q drücken. Ach komm, lass mich. Nein, geht nicht. Oh, was passiert hier? Hebesockel benutzen. Okay, ich brauche irgendwie einen Hebel. Ah. Jetzt aber was. Na komm. Spiel! Space. Ah, und er bringt mich jetzt nach oben, oder wie? Hm, bringt mir jetzt aber wie nix. Disco-Kugel. Kann ja nicht springen, das bringt mir alles nix. Nein, Mann, ich kann ja nichts. Okay, dann schauen wir uns mal weiter um. Irgendwas für ein. Was 3. Das ist auch nichts Spannendes. Alkohol oder sowas ähnliches. Oh, was zum. Oh. Oh, okay. Erinnerung? Merken? Als ich noch ein Mensch war, feierten meine Freunde und ich bis tief in die Nacht, auch wenn wir am nächsten Morgen die lästigen Konsequenzen zu tragen hatten. Es fühlte sich gut an, Freunde zu haben, trotz der unbewohnbaren Außenwelt und der immer erbärmlich werdenden Lebensbedingungen hier unten und der kapitalistischen Gier von Unternehmen wie der Nikocorp und des Polizeistaates, den die Wächter aufgebaut haben. Jetzt weiß ich wieder, warum wir das getan haben. Oh, da habe ich aber zum einiges verloren an Erinnerung. Also, das hast du verloren. Einfach nicht gefunden. Aber hier gibt's nichts Nützliches für mich. Trotz teure Kabel. Nee. Ich glaube, das war jetzt wirklich nur die Erinnerung hier. Kann ja natürlich wieder alles runterschmeißen. Okay, gehen wir wieder. Sorry.
Ich setze mir das Getränk nehmen. Okay, ich habe Getränk. Hier ist auch nichts. Mit Alex sprechen. Amüsierst du dich, Kleines? Ja. Kann ich dir das geben? Oder willst du auch nicht deine kleine Katze trinken? Nicht, dass das gut für dich ist. Immer mit dem DJ. Mag er vielleicht den Drink haben? Jetzt mal alle die Hände hoch. Ich will, dass ihr alle bis zum Maximum aufgeht. Was mache ich mit dem Drink? Geht auch nicht. Dann bringen wir mal mit ihr da. Ich habe extra bezahlt, um vom Türsteher die Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Er ist derjenige, der in seiner Freizeit die Holo-Programme programmiert. Und du bringst mir nichts. Was mit dir kann ich nicht reden? Mit euch zwei auch nicht? Hättest du vielleicht gerne einen Drink? Nee. Hättest du vielleicht gerne einen Drink? Einmal nach links, einmal nach rechts, dann da da dumm, da zu das ist der Zickema-Tanz. Was mit dir? Ha, dieser Club ist scheiße. Als ich versucht habe, die blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich, kannst du das glauben? Er hat den Hebel. Also habe ich diesen Hebel geklaut, nur so zum Spaß. Wenn du meinen Trick besorgst, gebe ich dir den blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht und ich will auch nicht erwischt werden. Ja, habe ich hier, bitteschön. Oh, danke, mein Freund. Bitte sehr, wie versprochen. Cool. Dann können wir jetzt das hier machen. Hebel benutzen. Ist da. Bringst du mir das? Ja, komm. Mach mich wieder hoch. Okay, Schallpult für irgendwas. Ach so. Interessant. Jetzt so rüberkommen? Ah, ich komme jetzt da wie nicht durch. Ah, wieder diese Art von Rätsel. Alles wieder nach oben. Ah, ich hasse solche Rätsel. Ah? Ich glaube, das war's. So, bitte bloß nicht abstürzen. Okay, für was war jetzt die Szene gut? Hallo! Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sie sich die Leute so sehr über sie beschweren. So, Mr. Private. Oh, oh, scheiße. Fuck, das war eine Falle. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Da bist du so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Ums Gesicht macht es wie keinen Sinn.
Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Hier habt ihr sie. Oh Mann. Oh, what the fuck? What? Was? Nein, das ist aber nicht das... Na, das ist jetzt nicht euer... Oh, Gott sei Dank. Ja, ich dachte schon, das wäre das Ende gewesen. Ah, Schwingechsen. Ziemlich brutal von euch. Ah. Nice. Ah. Und unseren Kollegen haben wir natürlich auch nicht mehr. Oh, da komme ich gar nicht raus. Ah, oben rüber. Gefängnis. Wer ist das jetzt? Okay, ich muss ich bei dir dann auch nochmal jumpen, oder wie? Ah, verstehe. Holy shit. Nicht Behandlung hier drin. Oh Mann. Komm hier nicht raus. Hast wieder Klettern hier, hä? Hier rüber. Was macht sie da nur mit euren eigenen Leuten? Okay, hier komme ich nicht weiter. Ah. Oh, und ihm fehlt der Kopf. Alter, ihr seid so brutal. Und auch da. Die Leute ändern sich nie. Komm, schön nochmal vorbei, bitte. Noch ein Secret. Gehen wir kurz hier rein. Vorbei. Wie weit kommst du hierher? Okay, ja, ich bin safe. Oh, das ist ja er. Moin, ich bin gar nicht da. Oh. Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich hier oben bin? Ah, ich könnte... Ah, ich sehe. Ich sehe es. So, jumpity jump. 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 Und jump. Hallo. Ah, der Schlüssel. Alles klar. Jetzt haben wir natürlich keinen Übersetzer mehr. Kann ich da einfach durchjumpen? Wäre natürlich zu einfach gewesen. Aber ich kann hier durch. Holy shit. Ihr habt ein ziemlich großes Gefängnis für diese Enklave hier. Ihr habt es ja von Anfang an hier ein kleines Problem gehabt. So. Schlüssel. Oh, so cute. Da. Okay. Und ich muss mir das noch beim Gehen ansehen.
Oh, so cute. So süß. Ich feiere das so. Ey, guck mal. Schlüssel. Und jetzt? Ja, bei dir ist noch halbwegs intakt hier drin. Ich will meinen kleinen Freund wieder. Müsste das bestimmt irgendwie helfen, oder? Das ist zu einfach. Na? Was ist... Und sagt, warum ist er in so ein super special Ding drin? Keine Ahnung, was du gesagt hast, aber vermutlich hast du gefragt, ob das mein Freund ist. Ich bin mir sehr gespannt, wie wir das aufkriegen. Das Modernste hier in dem ganzen Ding. Ach, du kommst mit? Okay. Weil... kann ich natürlich auch nicht mehr aufmachen. Ziemlich gut abgesichert. Wobei man natürlich da einfach drüber steigen könnte. Jetzt soll ich einfach hier wieder... Ach so. Hier wird das Bad mal gewesen. Oh, und du bewegst dich. Alles klar, das ist sehr easy. Wie komme ich hier drüber? Oh, die könnten sich... Ah, ich dachte nicht, die könnten sich bewegen hier. Hier eine Kiste. Ja, nee, ich glaube, das war jetzt überflüssig. Ah, warte mal, ich muss hier... Ah, verstehe. Easy, easy, easy. Ich glaube, wir werden dann hier mal hinten in den Raum da reingehen. Schaut bitte nochmal hierher. Ja, danke schön. Ah, Strom abschalten. Nice. Ich habe mich echt gefragt, ob sie jetzt drauf reagieren oder nicht. Und sie haben. Alles klar. Oh, die suchen jetzt aktiv rum, oder wie? Aber
Aber er macht es nach wie vor die gleichen Moves. Dass sie jetzt trotzdem irgendwie intelligent rumgehen würdet. Okay, er schwirrt so im Kreis rum. Das heißt, ich muss ihm so ein bisschen hinterher und aufpassen auf den Rechten da. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Geh mal hier rein. Scheiße, jetzt haben wir hier eine Drohne hier drin. Scheiße, geh weg, geh weg, geh weg. Hey, schau mal, wenn ich da hab. Aber die Tasche haben wir jetzt nicht mehr. Ja, wisst ihr okay? No. Ah. Magic. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder ein Computersystem meines Labors gefangen wäre. Ganz allein. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Ja. Ich bin so froh, dass wir wieder zusammen sind. Aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg herausfinden. Hast du die Tür dort öffnen? Yes, natürlich. Jetzt wieder. Oh, ist das schon die Freiheit? Ah, du brauchst vermutlich jetzt wieder Hilfe, ne? Gucken wir mal. Was haben wir hier? Hier haben wir ganz viel Nix und Müll und Zeugs. Hm. Da kommen wir auch nicht durch. Wir können hier auf alle Fälle mal hoch. Ist die Lösung, nach oben zu gehen? Okay. Schwer sein. Was ist die Lösung? Ich kann auch nichts machen, da ist zu. Zurückgehen ist auch keine Option mehr. Ja, da verstehe ich nicht ganz. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Da ist diese komischen Ziegel da. Aber ich kann da wie nicht... Ah, jetzt. Schlag da mal das Fenster ein. Hä? Wo gehst du hin? Also... Es war dezent laut. Okay, und jetzt heb mich da hoch. Komm. Oh, so cutie. Und ciao. Boah, jetzt einfach gehen, das war so fies. Ah ja, Schalter. Ist hier noch was? Nö, ne? Okay. Tschüss, Kowski. Ah, naja, war ja klar. Diese Wache versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zellen zu locken und sie dort einsperren? Oh. Ich soll die einsperren? Hm.
Das, der muss mir einmal hinterherlaufen. Ich muss mounzen. Sehr nice. Na, kommst du hierher? Nice. Cool. Oh, der Arme. Diese Genesungsthema hat mir sehr gut getan. Mein Geist ist klar und rein. Ich bin jetzt ein vorbildlicher Bürger. Ich glaube, das hat dir nicht so gut getan. Hallo? Oh, das sind auch noch Wachroboter. Erinnerung? Na komm, mecken, komm. Dieser arme Kerl. Es scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Ja. Genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerung. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Oh, das war der letzte Part. So, nach hier. Bist du ein Wächter? Nee. Oh, scheiße, du bewegst dich. Du hast gar nicht gesehen. Oh, den müssen wir hier alle beide irgendwie reinkriegen. Es wird spaßig. Ich glaube, das geht schief, wenn... Okay, jetzt einfach mal was. Okay, er schaut und kommt. Ja, was ist jetzt mit dem anderen? Kommt er nicht? Ja, komm rein. Komm bitte rein. Kommt einfach nicht rein. Ah, scheiße. Ich kann da durchlaufen. Ah, das habe ich voll nicht gesehen. Okay, das ändert die Sache ein bisschen. Komm, ich schwimme mal hier ab. Okay, dann hätten wir ihn schon mal geroastet. Also, wie kriegen wir jetzt hier Nummer 2 rein? Scheiße. Mach mal jetzt das am doofsten. Weil er, der Innere, wird ja auch reagieren. Der will hier raus.
Kommst jetzt doch die Tür wieder raus? Komm. Nice. Ah, es war vermutlich nicht der perfekte Weg. Aber ja, hat funktioniert. Puh. So, komm. Gehen wir mal hier raus, bitte. Gut, ja, vermutlich müssen wir jetzt dann hier unten durch oder so. Okay. Ja, liebe Leute, es ist mal wieder Zeit. An der Stelle machen wir erstmal Schluss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode bei der Flucht hier aus dem Gefängnis. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Oder vielleicht sogar ein Abo. Bis dann. Tschüss.